Für das Herzmuster schlage ich 29 Luftmaschen an. Maschenanzahl ist teilbar durch 13 plus 3 Luftmaschen. Ich fange mit 4 Stäbchen an in die vierte Luftmasche. Und häkle 4 Stäbchen. So, am fünften Stäbchen häkeln wir das Herz. Also ich häkle das fünfte Stäbchen. Dann 6 Luftmaschen. In die dritte Luftmasche häkle ich eine Kettmasche. Also ich hole die Masche, ziehe die durch und häkle die linke Masche durch die rechte durch. In die nächste Masche genauso auch eine Kettmasche häkeln. Insgesamt 4 Kettmaschen. Und in die letzte Masche einstechen und auch eine Kettmasche häkeln. Eine Luftmasche. Jetzt wende ich so, dass ich auf der Seite das Herz häkeln kann. Ich steche in die erste Masche ein und häkle da eine feste Masche. In die nächste Masche häkle ich ein halbes Stäbchen, alle drei Maschen durch. In die nächste Masche häkle ich ein Stäbchen. Und in die nächste Masche häkle ich 4 Doppelstäbchen, also 2 Umschläge. Masche holen, die ersten 2 Maschen durch, die zweiten 2 Maschen durch und die dritten 2 Maschen durch. Und in dieselbe Masche noch 3 Doppelstäbchen arbeiten. Also 4 Doppelstäbchen habe ich jetzt gemacht. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Und hier in die Spitze häkle ich eine Kettmasche. Masche holen, die linke Masche durch die rechte durch. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. Und hier in die, also da lassen wir eine Masche aus, da wo wir die Doppelstäbchen gehäkelt haben. Man kann es auch von hinten zählen in die vierte Masche. 1, 2, 3, 4 steche ich ein und häkle 4 Doppelstäbchen. Zweimal Umschlag. Und Doppelstäbchen arbeiten. Und noch ein Doppelstäbchen. So, 4 Doppelstäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste Masche ein halbes Stäbchen,
alle drei Maschen durch und dann eine feste Masche. So, und ich häkle eine Kettmasche in das Stäbchen, wo wir das Herz gehäkelt haben. Also ich gehe in diese zwei Schlingen rein, hole die Masche und ziehe die linke durch die rechte Masche durch. So, jetzt haben wir das Herz fertig. Jetzt häkeln wir hier weitere Stäbchen, sind insgesamt 13. Also da haben wir schon, gehen wir da rein und häkeln ein Stäbchen. Und wie gesagt, insgesamt 13 Stäbchen häkeln. Und so schaut es bis jetzt aus. So, am 13. Stäbchen häkeln wir wieder das Herz. 6 Luftmaschen. In die dritte Luftmasche eine Kettmasche. In die vierte, fünfte und sechste eine Kettmasche, dann eine Luftmasche, das Ganze drehen und auf der anderen Seite anfangen. In die erste Masche eine feste Masche häkeln. In die zweite Masche ein halbes Stäbchen. In die dritte ein Stäbchen. Und in die vierte Masche 4 Doppelstäbchen. Jetzt 4 Luftmaschen. Eine Kettmasche hier in die Spitze. Dann wieder 4 Luftmaschen. Und hier ein Doppelstäbchen arbeiten. Vier Doppelstäbchen, ein Stäbchen in die nächste Masche, ein halbes Stäbchen in die nächste und eine feste Masche in die letzte Masche. Und dann gehe ich wieder in das Stäbchen, nehme ich diese zwei Schlingen und häkle eine Kettmasche. Und die letzten 6 Stäbchen häkeln. So schaut die erste Reihe aus. Zweite Reihe beginnen wir mit 3 Luftmaschen und häkeln Stäbchen in jedes Stäbchen der Vorrunde.
So, das Herz klappen wir nach vorne auf die rechte Seite und häkeln da, wo wir das Herz gehäkelt haben, auch ein Stäbchen. Und so die Reihe zu Ende häkeln. Also das Herz bleibt auf der rechten Seite. Also die dritte Reihe beginne ich ganz normal mit 3 Luftmaschen und häkle 7 Stäbchen. Und jetzt befestigen wir unser Herz. Also ich lasse die Masche fallen, drehe das Ganze und gehe hier an der Spitze in diese 2 Schlingen rein. Nehme ich meine Masche und ziehe durch diese Schlingen durch. Jetzt wende ich das Ganze wieder und häkle hier ganz normal unsere Stäbchen weiter. Und so befestigen wir unser Herz. So schaut es von vorne aus und so schaut es von hinten aus. So, jetzt habe ich wieder 7 Stäbchen gehäkelt und in der dritten Reihe häkeln wir versetzt nochmal ein Herz. Also 7 Stäbchen, jetzt 6 Luftmaschen und das Herz wieder arbeiten. Also das Herz habe ich jetzt fertig. Jetzt häkle ich eine Kettmasche wieder in das Stäbchen, wo man das Herz gehäkelt hat. Und häkle weitere 7 Stäbchen. Und dann befestige ich das zweite Herz auch, also lasse die Masche los, wende das Herz, gehe ich da in diese 2 Schlingen rein, ziehe die Masche da durch und häkle meine Stäbchen hier zu Ende. Also in der vierten Reihe nur Stäbchen häkeln und die fünfte Reihe ab die ersten wiederholen und in der fünften Reihe dann das Herz auch befestigen, wie wir das schon hier gemacht haben in der dritten Reihe. So schaut das Ganze aus. Ihr könnt natürlich auch 2- und 3-farbig arbeiten. Das heißt dann, ihr nehmt in der zweiten Reihe andere Farbe, dritte Reihe in derselben und dann Farbwechsel wieder in der vierten Reihe, da wo wir die Reihe mit den Herzen häkeln, da wird Farbwechsel gemacht. Also das heißt die zweite, dann dritte, das ist dann die vierte, fünfte, dann ist der nächste Farbwechsel in der sechsten Reihe.